Hätten wir beide die ganze Welt für uns zwei. Deswegen war es super weird, jetzt in den letzten 6 Monaten auf einmal so gar keinen Kontakt mehr zu haben. Willkommen, liebe Freunde, zu diesem kleinen, aber feinen Real Talk, würde ich fast schon sagen, beziehungsweise Live-Update, irgendwas in die Richtung. Ich will heute mal darüber sprechen, was mit meinem Opa passiert ist, warum mein Opa die ganzen letzten Monate nicht in den Videos war und will euch sagen, was da in Zukunft jetzt irgendwie ansteht. Und ja, da haben viele auch nachgefragt. Das hat mich selber sogar fast ein bisschen überrascht. Aber gerade unter der Roomtour zum Beispiel, wo ich euch raten lassen habe, wer quasi der 4. geheime Mitbewohner ist, haben viele von euch meinen Opa getippt. Und damit kam dann automatisch auch so ein bisschen die Frage auf, was denn jetzt überhaupt mit ihm los ist. Deswegen lasst es mich euch erzählen. Also das Ganze geht letztendlich auch schon eine ganze Weile zurück. Für die von euch, die meinen Opa vielleicht gar nicht kennen oder nicht genau wissen, wer er ist. Mein Opa ist mein Cousin. So dumm es auch klingt, der ganze Name meiner Opa ist auch nochmal eine ganz eigene Story für sich. Aber letztendlich hatten wir unser ganzes Leben lang immer so auf cousinmäßiger Basis halt Kontakt. Also bei Familientreffen hat man sich gesehen. Wir haben einen ziemlich großen Altersunterschied. So, 6 Jahre. Also 6 Jahre bin ich älter als Dani. Und ganz früher war es auf jeden Fall so, das ist super witzig, so diese Erinnerung. Ich weiß immer noch, als ich dann quasi die Familie von Dani besucht habe. Dani hat auch noch einen kleinen Bruder. Und sein Vater ist quasi mein Onkel. Und immer als wir die Familie besucht haben, früher waren die beiden Jungs, also Dani und sein Bruder, immer noch so richtig schüchtern. Und immer wenn wir kamen, haben die sich so hinter ihren Eltern versteckt. Das war irgendwie immer super witzig, aber trotzdem haben wir dann bei den Familientreffen dann immer so nach einem Tag oder so, haben die kleinen Jungs sich dann aufgewärmt. Also die waren halt 6, 7 Jahre alt oder sowas. Und dann haben wir eigentlich so mega die nice time eigentlich irgendwie immer gehabt und haben uns irgendwie gut verstanden. Aber dann war es immer so, dann hat man sich wieder so, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht gesehen. Und dann gab es wieder ein Familientreffen und dann hatten die wieder am Anfang immer Angst. Und dann dachte ich immer so, hä, was ist denn los? Letztendlich ist doch letztes Mal alles am Ende auch so mega witzig und gechillt gewesen, so, aber so ging es dann auf jeden Fall, sag ich mal, über diese ganze Jugendzeit so ein bisschen, bis die Jungs dann so, ja, so 12, 13, 14 Jahre alt wurden ungefähr. Und da hat es dann auch angefangen, dass wir mal Videos zusammen gedreht haben. Das allererste Video, was Dani und ich zusammen gedreht haben, das war auch mit Mümü, also seinem Bruder, Michael, aber sein Spitzname ist Mümü, ihrem Mann auf jeden Fall. Und wir haben zu dritt, glaube ich, Wer bin ich gespielt. Das war damals noch auf meinem anderen Kanal, Alter, der Sermon-Kanal. Ciao damit, Alter. Schlimmster Name EU-West. Aber auf jeden Fall hat dieses Video damals schon richtig krank Spaß gemacht und irgendwie habe ich schon gemerkt, ey, mit Dani ist es echt eine coole Sache. Er musste am Ende von dem Video dann auch so eine Chili essen, so, das war auf jeden Fall mega interesting. Und ich glaube sogar an diesem Tag haben wir, glaube ich, dieses legendäre Bild gemacht, wo ich zum allerersten Mal, glaube ich, diesen Witz gebracht habe. Das hier ist mein Opa. Aber das ist auf jeden Fall auch irgendwas, was ich nochmal irgendwann im Detail erzählen muss. Auf jeden Fall war das dann erstmal so dieser Moment. Und dann so ein Jahr später ungefähr ging die Geschichte dann irgendwie so richtig los. Und zwar Silvester 2017. Ja, von 2016 auf 2017. Da sind die beiden Jungs wegen einem Zwischenfall in der Familie, auf den ich jetzt nicht genau eingehen will, zu uns, beziehungsweise zu meinem Vater, zu Silvester gekommen. Ich habe zu der Zeit damals in Berlin gewohnt und da habe ich dann auch gesagt, yo, Dani kann auch einfach ein paar Tage bei mir wohnt. So, das wird bestimmt witzig. Weil ich in Erinnerung hatte, wir hatten damals Videos gedreht, das war alles nice und so. Dass es der Beginn von einer extrem epischen Ära sein würde, das dachte ich damals noch gar nicht. Aber dann war Dani jedenfalls bei mir. Und auch da haben wir uns dann entschlossen, ein Video zusammen zu drehen. Und dieses Video, Digga, Legende. Fucking Legende. Heftigst, legendärstes Video. Hier kurzer Einspieler. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen. Hallo. Mein Opa. Das ist mein Opa, Leute, er ist ein erfahrener Archivar und Zeitgenosse. Ja. Unter anderem auch Theoretiker. Ja. Und hat schon viele andere Skandale aufgedeckt. Ja. Richtig. Ich glaube, ihr habt es schon erkannt. Den legendären Ja-Einspieler. Ja. Dieser Einspieler und dieses Video hat mein Opa letztendlich zu dem gemacht, was er dann irgendwie die nächsten Jahre wurde. Der Number One Vlog-Partner. Der Motherfucker, mit dem man einfach den craziesten Shit durchzieht. Der, mit dem es einfach immer todeswitzig ist. Der, mit dem die Vibes einfach nur maximal heftig sind. Und letztendlich auch natürlich der, mit dem, ja, die pädagogischen Vibes in die Videos reinkamen. Der minderjährige mein Opa, der nach 18 Uhr keine Cola mehr trinken darf. Ihr könnt euch wahrscheinlich alle noch daran erinnern. Und genau das war auch irgendwie immer so unsere Herausforderung. Wir wussten, der Boy ist minderjährig. Der darf in keine Shisha-Bar. Der darf nicht mit in den Club. Der darf nicht trinken. Auch das Heroin. Muss er die Finger von lassen. Und auch nach 18 Uhr darf keine Cola mehr konsumiert werden. Mein Opa ist ja noch jung und geht noch in die Schule. Und das Ziel für seine Bioarbeit nächste Woche ist eine 3. 3. Und weil Schule wichtig ist, Leute, habe ich mir überlegt, ich helfe meinem Opa dabei. Und motiviere ihn einfach so ein kleines bisschen. Denn wenn es eine Sache gibt, die ich gut kann, dann ist es motivieren. Deshalb habe ich hier diese Cola besorgt. Wenn mein Opa heute also gut lernt, darf er heute Abend die Cola trinken. Sogar nach 18 Uhr. Aber was letztendlich viel schlimmer ist, ist, er war noch komplett gebunden natürlich an sein Elternhaus, an die Schule, was natürlich wirklich aggressiv wichtig war. Wir alle wussten, das Abi steht jetzt am Ende des Tages vor seiner Tür. Er muss sich da einfach Mühe geben, er muss sich da reinhängen. Und dadurch, dass er immer minderjährig war, konnte er natürlich auch kein Auto fahren. Wie oft er auch wirklich nach Köln kommt, war letztendlich was, wo er immer das Okay von seinen Eltern gebraucht hat, logischerweise, also was ja absolut legitim ist. Aber so witzig und so geil es auch war, quasi ihn da in seiner Jugend so komplett zu begleiten und da irgendwie auch so als großer Cousin irgendwie so eine gewisse Rolle da einzunehmen, so. Es war natürlich immer eine Herausforderung und wir haben immer uns aggressiv, also wirklich, wir haben uns so krass auf die Zeit gefreut, wenn Dani sein verdammtes Abi in der Tasche hat, 18 Jahre alt ist und einfach in Köln sein kann und wir einfach die ganze Zeit heftige Videos zusammen machen können, heftige Action kicken können, den Spaß unseres Lebens haben, weil wir wussten alle auch, Dani will eine Ausbildung machen und dann gibt es eben zwischen Abitur und Ausbildung genau diesen Zwischenraum von so 4 Monaten ungefähr, in dem man quasi einfach komplett frei ist und in dem man einfach alles machen kann. Und auf diesen Zeitraum haben wir uns halt einfach wirklich seit so 2, 3 Jahren freuen wir uns einfach über nichts mehr als diesen Gedanke, dass eines Tages dieser Zeitpunkt kommen wird.
Die letzten 6 Monate sahen jetzt folgendermaßen aus. Es war die Hochzeit von der ganzen Abitur-Session. Es war quasi das letzte Schuljahr von Dani und wir wussten, okay, er muss sich jetzt nochmal wirklich richtig krass reinhängen. Dann haben wir alle gesagt, okay, dann ist es jetzt für diese Zeit auch wirklich gut und richtig und wichtig, dass er eben nicht so oft nach Köln kommt, dass wir nicht so viel Action kicken, dass er einfach nicht so krass abgelenkt ist von seinem ganzen Shit, den er mit der Schule zu tun hat. Dazu kommt natürlich auch noch, dass ich in den letzten Monaten, wie ich euch auch schon gesagt habe, durch eine krasse Selbstfindungsphase gegangen bin und meinen Fokus auf ein bisschen andere Sachen gelegt habe und ein bisschen neue Dinge ausprobieren wollte, mich auf Musik konzentrieren wollte, demnach auch einfach weniger verrückte Videos gemacht habe und klar hätte er mal vorbeikommen können und dann hätten wir ein Freunde-Video zusammengedreht und alles drum und dran. Aber so diese beiden Facts vermischt, also einmal diese ganze Phase von mir, der ganze Umzug, so dieses ganze neue Leben, was ich mir so ein bisschen auch mal so nehmen wollte irgendwie, plus eben vor allem die Tatsache, dass er sich wirklich auf die Schule konzentrieren wollte, selber auch, und es auch wirklich gut durchgezogen hat. Das alles hat irgendwie dazu geführt, dass wir uns die ganzen letzten 6 Monate echt grundsätzlich auch insgesamt echt sehr wenig gesehen haben, was super komisch ist, weil wir halt wirklich davor, von Silvester 2017 bis hin zu eigentlich Ende letzten Jahres, wirklich 3 Jahre intensiv die ganze Zeit gesehen haben. Also er war mindestens jedes zweite Wochenende da. Immer wenn er Ferien hatte, dann war er für eine übelst lange Zeit da und wir haben einfach nur die gestörtesten Times einfach gehabt. Das war jedes Mal einfach so krank, weil wir einfach durch diese, am Ende des Tages wahrscheinlich auch Genetik, so weil wir halt Cousins sind. Wir haben einfach so eine kranke Wellenlänge, was einfach alles angeht und erst am Ende des Tages ist Dani einfach wirklich 100% dieser kleine Bruder, den ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht habe, aber den ich halt einfach nicht hatte. Und das war irgendwie so das größte Geschenk auf jeden Fall in den letzten 3 Jahren und ja, deswegen war es super weird, jetzt in den letzten 6 Monaten auf einmal so gar keinen Kontakt mehr zu haben, beziehungsweise einfach, ja, hier und da natürlich mal geschrieben und so, aber weiß nicht, beide waren natürlich auch abgelenkt und fokussiert. Man hat sich halt dann bei Familientreffen und so wieder gesehen, also so ein bisschen wieder back to the roots mäßig, also gerade zum Beispiel bei dem Geburtstag von meinem Dad, der im Februar stattgefunden hat, da haben wir uns dann gesehen und hier und da irgendwie so 1-2 Mal, bei seinem 18. Geburtstag haben wir uns aber auf jeden Fall noch gesehen, der Ende letzten Jahres halt stattgefunden hat. Sprich, Dani ist jetzt 18 und jetzt hat Dani letzten Monat auch sein Abitur gemacht. Und ich habe euch ja gesagt, dass genau diese Monate jetzt, genau diese 6 Monate zwischen Abitur und Ausbildung, die man halt wirklich komplett free hat, auf die haben wir uns ja jetzt seit Jahren gefreut, die ganzen letzten 3 Jahre. Und was jetzt an der Stelle eingetreten ist, muss ich euch, glaube ich, gar nicht erzählen. Die ganze Corona-Lage hat uns da jetzt auf jeden Fall ein gewisses Bein gestellt. Eigentlich war nämlich logischerweise der Plan, dass wir uns jetzt einfach super, super krass viel sehen, dass er jetzt die ganze Zeit nach Köln kommen wird, dass wir hier einfach ohne Ende abchillen. Jetzt, wo der Sommer kommt, dass man auch wieder in größeren Gruppen chillt, dass wieder mehr abgeht, dass wir mehr bei Rob abhängen und dass einfach wieder mehr Leben stattfindet und das alles natürlich zusammen. Dem ist jetzt leider nur logischerweise nicht so, weil es einfach Corona-technisch irgendwie alle die ganze Zeit Schwierigkeiten gab. Und deswegen ist Dani jetzt tatsächlich dann auch die meiste Zeit einfach daheim gewesen, bei sich in Koblenz. Und leider muss man auch sagen, dass ihm da echt verdammt langweilig ist in den letzten Tagen und für ihn gerade echt auch auf jeden Fall sehr anstrengend und hart wird. Aber wir haben natürlich auch super viel geschrieben, super viel gebrainstormt, was man jetzt machen kann, wie man Lösungen finden kann. Und währenddessen hat Dani natürlich auch schon die ganze Zeit nach Wohnungen in Köln gesucht, weil er ja im August jetzt hier seine Ausbildung startet und da sowieso eine Wohnung braucht. Deswegen hat er sich natürlich krass reingehängt, da jetzt Wohnungen zu suchen. Allerdings ist der Wohnungsmarkt in Köln halt einfach derbe Horror. Vor allem in diesem, sag ich mal, Preissegment, was man sich zieht, wenn man eine Ausbildung macht. Da ist die Konkurrenz halt einfach geisteskrank. Jetzt ist aber der Punkt der, irgendeine Wohnung hat er angeschrieben, wo er dann auch eine Antwort bekommen hat und eine Besichtigung machen konnte. Und hat mir erzählt, in der Wohnung gegenüber von dieser Wohnung, die er quasi da liebäugelt, hat er im Internet gesehen, dass auf die Wohnung gegenüber 350 Anfragen kamen. Sprich, man kann davon ausgehen, ähnliche Lage, ähnliche Wohnung, dass es da auch irgendwie so eine Konkurrenz gibt. Deswegen dachten wir schon so, ja, okay, wird wahrscheinlich jetzt dann irgendwie auch wieder nichts werden. Allerdings gab es dann gestern einfach die News, Alter. Einfach die fucking News. Das, liebe Freunde, die Wohnung in der Tasche ist, dass mein Opa die Wohnung tatsächlich bekommt und das Ganze sogar schon echt schnell und das ist einfach das Übelgeile und das freut mich einfach so maximal. Er kann, wenn jetzt alles glatt läuft, Mitte Mai in diese Wohnung einziehen und dann ist er einfach permanent in Köln und ich hoffe einfach nur, dass dieser Umzug auch wirklich möglich sein wird. Wir haben uns da über die Gesetzeslage auf jeden Fall auch informiert und grundsätzlich ist es in NRW auf jeden Fall weitestgehend noch erlaubt. Natürlich um versuchen voll vorsichtig zu sein und alles drum und dran, aber dann beginnt quasi endlich diese Zeit, hoffentlich, auf die wir da die ganzen letzten Jahre gewartet haben und auf die wir uns die ganzen letzten Jahre gefreut haben. Bis dieser gesamte Zeitpunkt aber eintritt, müssen wir nochmal gucken. Also wir haben auf jeden Fall nach wie vor kreative Lösungen zu finden, wie man vielleicht doch jetzt auch schon mal ein Video zusammen drehen kann. Ich habe mich da im Internet nämlich auch schlau gemacht. Deswegen, wenn wir da eine Lösung finden, dann wird auf jeden Fall auch die nächsten Tage ein Video kommen. Ihr könnt das Schicksal ja gerne schon mal motivieren, indem ihr dem Video hier einfach einen Like nach oben gebt. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch aktuell so geht. Das würde mich echt mal interessieren, wie gerade da so grundsätzlich die ganze Lage ist. Das war auf jeden Fall letztendlich das, was ich euch jetzt auf jeden Fall mal mitteilen wollte über die ganze Mein Opa-Sache. Des Weiteren geht es hier auf diesem Kanal jetzt natürlich auch sowieso weiter mit Videos, dann vielleicht aus der WG oder sonstigen Kram, der mir so einfällt. Ich werde auch auf jeden Fall in den kommenden Videos noch mehr zum Song sagen. Ich habe im letzten Livestream auch schon einen Teil von der Rap-Strophe geleakt und ich kann jetzt mal zum Ende von diesem Video hier eine kleine Akustikversion von der Hook schon mal zeigen, beziehungsweise ein bisschen mehr leaken, als ihr in dem Teaser am Anfang vom Video gesehen habt, okay? Hätten wir beide die ganze Welt für uns zwei, wohin würden wir reisen und wohin mit der Zeit? Und damit ist dieser Vlog hier noch schon vorbei. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Angucken. Abonniert gerne den Kanal. Tragt euch den 24.04. auf jeden Fall in den Kalender ein. Und Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!